Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einen Primark Haul. Ich war die letzten Tage, Wochen ehrlich gesagt, sehr, sehr oft bei Primark und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, was ich gekauft habe, weil da wirklich sehr, sehr coole Sachen dabei waren, auch für den Sommer. Und ich habe sehr, sehr, sehr lange in dieser Konstellation nicht mehr vor der Kamera gesessen. Wie ihr mitbekommen habt, waren wir sehr, sehr viel unterwegs und ich dachte, es wird mal Zeit wieder für ein ganz normales Video. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Die Tüte ist voll bis oben hin. Und ich fange direkt mal an, das erste rauszuholen. Das ist einmal diese super coole Hose. Die habe ich in der Größe 38 gekauft und ich habe auch ein Bild, wo ich es anhabe. Das ist hier auch wirklich kein Try-on-Haul. Ich zeige euch nur, was ich gekauft habe. Einfach als kleine Kaufinspiration und ein Try-on-Haul wird aber noch kommen. Und zwar ein wirklich XXL Try-on-Haul. Also seid gespannt. Die Hose hat Stretch und ich finde einfach die Waschung ist wirklich so, so schön. Dann hat die hier so kleine Risse. Auch hier. Und die Beine, ich zeige euch das einmal, die Beine sind hier so gefranst, abgeschnitten und die sitzt richtig, richtig gut. Die hat 17 Euro gekostet, wenn ich mich nicht irre. Ich werde jetzt aber gleich nochmal ganz kurz auf den Kassenbon schauen, damit ich euch auch nichts Falsches sage und den Preis hier einmal hinschreiben. Also ja, werdet ihr hier dann einmal sehen. Ich finde, die ist wirklich, wirklich super. Ich finde, einfach um mal kurz einkaufen zu gehen oder einen Sonntag rausspazieren, reicht mir das. Und ja, ich brauchte noch so eine Hose in der Waschung, weil ich nicht so viele Jeans habe. Ich habe eher schwarze Hosen, deswegen dachte ich, das muss ich für den Sommer mal ändern. So, ich habe jetzt gerade mal hier meine Kassenbons rausgeholt. Die Hose hat 17 Euro gekostet. Als nächstes kommen wir zu einem ganz effen Hoodie. Den Hoodie habe ich mir nur mitgenommen, weil mein Mister gesagt hat, ich soll ihn mitnehmen. Der hat 3 Euro gekostet, der war reduziert, ich glaube von 5,50 Euro. Und dann dachte ich mir so, okay, ganz normaler schwarzer Hoodie, ich habe keinen. Ich hätte gerne einen auch in weiß und in so einem Beige. Ungefähr so wie die Farbe von meinem Pullover ist. Ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus. Einfach auf so einem Mom-Jeans und dann so ein T-Shirt, was unten rausguckt. Oh, richtig schön. Aber ich habe bis jetzt noch nicht die perfekten Hoodies gefunden. Ich muss auch leider sagen, dass ich mir den in XS mitgenommen habe, weil der nur noch in XS da war. Und das ist mir leider ein bisschen zu klein. Ich muss sagen, das spannt obenrum ein bisschen. Aber ja, kann ich jetzt leider nicht ändern. Ich habe ihn jetzt und werde ihn dann einfach zum Sport anziehen, wenn ich zum Sport gehe. Oder zu Hause, wenn ich chillen möchte, aber nicht raus, weil dann ist es mir einfach zu eng. Ich mag das nicht. Ich mag das, wenn Hoodies so ein bisschen lockerer sitzen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und ja, wie ihr eure Hoodies tragt und wo ihr eure Hoodies herkauft. Also ich suche schon die ganze Zeit nach günstigen Hoodies, weil ich will dafür auch nicht mega viel Geld ausgeben, weil es ist einfach ein billiges Produkt, da ist nichts drauf. Also ja, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Als nächstes kommen wir zu einem Pyjama. Das ist einmal der hier. Das ist jetzt die Hose. Ich zeige euch einmal hier das Muster. Das ist richtig, richtig schön. Außerdem ist hier unten am Bein so spitze und das fühlt sich einfach so, so schön an. Also der Stoff ist super, super leicht. Ich kann euch leider nicht sagen, was das ist. Okay, also hier steht, dass es 100% Polyester ist und 100% Nylon und zwar hier unten diese Teile. Dazu gab es dann noch das passende Oberteil und fand die Kombination irgendwie super, super süß. Deswegen... Das trage ich jetzt mittlerweile immer abends. Das ist so bequem. Sieht irgendwie süß aus. Und ja, es ist ein ganz, ganz leichtes Tragegefühl. Man fühlt sich auch in der Nacht nicht irgendwie belästigt, weil es irgendwie zu empfindlich ist. Es elektrisiert die Haare nicht, was mir schon ein bisschen wichtig ist. Weil ich mag das nicht, wenn die Haare so elektrisiert sind. Ich finde das irgendwie ganz, ganz furchtbar, dieses Gefühl. Und ja, das Oberteil habe ich mir in M geholt. Einfach weil ich dachte, wenn ich schlafe, möchte ich etwas Bequemes, etwas Weites haben. Und die Hose habe ich in S. Ich glaube beim Hoodie, doch beim Hoodie habe ich gesagt, welche Größe. Ja, das Ganze hat. Die Hose hat 10 Euro gekostet und das Oberteil 9. Und ich fand es davon echt ganz gut. Das war aus der Bridal-Kollektion, was ich echt richtig, richtig lustig fand. Aber mir hat es sehr, sehr gut gefallen, deswegen durfte das mitkommen. Als nächstes habe ich hier dieses super süße Oberteil. Das ist ein bisschen cropped geschnitten, aber ich finde zum Beispiel, wenn man eine Mom-Jeans hat, die sitzt ja eh ein bisschen höher, kann man das super, super schön drauf anziehen. Das sieht einmal so aus. Einen Moment. Sieht einmal so aus. Das hat hier
so eine kleine Knopfleiste mit so ein bisschen buschikoseren Knöpfen. Fand ich echt richtig süß. Ich habe es in der Größe 38 geholt und habe 11 Euro dafür bezahlt. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Ich fand es richtig, richtig süß. Ich stelle mir das so, so schön vor, wenn man das anhat. Dann diese Mom-Jeans dazu, einfach weiße Sneaker und man kann schon rausgehen. Es ist natürlich ein Sommeroberteil oder man zieht halt einen Cardigan drüber. Aber ich mochte die Farbkombination total. Auch dieses Muster ist ja momentan irgendwie wieder total in mit den Farben. Und ja, deswegen durfte das mit. Kommen wir zu einer Bluse. Davon habe ich auch schon ein Bild, wie es getragen ist. Das werde ich euch auch einmal hier einblenden. Ich liebe diese Bluse. Ich finde die so, so süß. Die sieht so aus. Die hat hier unten so ein... so einen Bund, der das Ganze so ein bisschen rafft und hier dieses süße kleine Schößchen, dann diese Knopfleiste und hier vorne noch so zwei Stränge, die man zusammen machen kann. Hier oben noch ein paar Rüschen und alleine dieses Rüschen hier auch am Arm und dieses Muster hier gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe das Oberteil in einer 38 geholt. Allerdings muss ich sagen, dass das Oberteil ein bisschen bei mir spannt. Also das ist bei Primark sowieso immer so. Ich versuche immer alles anzuprobieren, wenn die Schlangen nicht zu lang sind. Weil ich sagen muss, dass die Sachen leider sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Meine normale Größe ist eigentlich so 36, in Hoodies meistens 38. Weil ich es einfach ein bisschen größer mag. Ansonsten ist meine Standardgröße eigentlich 36, deswegen hat mich das ein bisschen genervt, dass 38 noch nicht mal richtig gepasst hat. Als nächstes kommen wir zu einem String Top. Ich brauchte unbedingt eins, die waren gerade in der Aktion, deswegen habe ich mir direkt eins mitgenommen. Ich habe es mir in M geholt, weil ich immer nicht weiß, wie die ausfallen, nachdem die gewaschen worden sind. Außerdem hat das hier so verstellbare Teile. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen. Das heißt, wenn das Oberteil so bleibt, kann ich es auch noch nach oben schieben. Dann ist es auch von der Länge her in Ordnung. Das hat 2,30 Euro gekostet. Und wenn ich mich nicht recht irre, war das sogar noch auf 1,30 Euro reduziert oder 1 Euro. Ich glaube, ich habe euch auch noch gar nicht gesagt, wie viel das Oberteil davor gekostet hat. Das Oberteil davor, die Bluse, hat 17 Euro gekostet, was ich ein bisschen teuer für Primark-Verhältnisse fand. Aber ich fand die so, so schön. Sie hat mir so gut gefallen, dass ich sie mitgenommen habe. Im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich mich nicht angestellt habe. Also Mädels, wenn ihr da seid, plant Zeit an und stöbert alles durch und geht dann auch anprobieren, weil die Sachen sitzen halt, wie gesagt, echt anders. Auf jeden Fall habe ich mich hierfür entschieden. Ich mag das sehr, sehr gerne, einfach noch was drunter zu ziehen. Einfach auch, wenn man mal schwitzt, dann wird das hiervon aufgefallen. Die ganzen Klamotten riechen nicht direkt danach. Und ja, man hält auch sein Becken schön warm, was sehr, sehr wichtig ist. Und ja, brauchte ich halt einfach richtig schön basic. So, jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Ich war dann natürlich noch in der Schmuckabteilung. Ich liebe mittlerweile den Schmuck von Primark. Ich finde, die haben so, so schöne Sachen. Ich habe hier einmal diesen Muschel-Choker gefunden. Der sieht einmal so aus. Der hat 4 Euro gekostet. Ich fand ihn richtig, richtig schön. Und dieses Ding ist auch echt schwer. Also, ich weiß nicht, aus was das gemacht ist. Das steht hier leider nicht drauf, aber... ich fand den so, so schön. Ich stelle mir den richtig, richtig schön vor. Hier in Gold. Vielleicht kriegt man auch eine weiße Muschelkette dazu. Und ja, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Dazu passend habe ich einmal diese Ohrringe. Ich fand die beide so, so schön. Die hier haben 2 Euro gekostet und die hier haben 3 Euro gekostet. Ich finde, das ist wirklich ein guter Preis. Ich hatte bis jetzt zum Glück auch noch keine Probleme mit den Ohrringen von Primark, was meine Ohren angeht. Bei manchen Ohrringen muss man ja aufpassen. Manchmal reagiert man ein bisschen drauf, aber ich hatte wirklich gar keine Probleme damit. Ich finde, die sehen immer richtig, richtig schön aus. Ich trage die auch super, super gerne. Und kann mir das auch richtig schön vorstellen. Auf ein weißes T-Shirt und dann halt diese Ohrringe. Oder wenn man mal abends rausgeht im Sommer. Also ich finde, die sind ein echter Hingucker. Und das war es auch schon mit meinem Primark-Haul. Ich habe nicht so viel gekauft, aber ich dachte, das, was ich gekauft habe, werde ich euch einmal zeigen. Und ja, ich hoffe, dass einige von den Sachen was für euch waren. Schreibt mir gerne, ob euch irgendwas gefallen hat, ob ihr irgendwas nachkaufen wollt, ob euch die Art von Videos gefallen hat oder lieber Try-on-Hauls. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das ist kostenlos und ja, schadet nicht. Bis dann. Tschüss.